Muss ich, was die Belohnung Sinn wert, die man von Schmuggler bekommen werden für diese Bierlieferung. An den Barkeeper da. Die Bar hat schon cool aus, wer es verpasst hat. Ja, er muss warten, bis es soweit bin mit YouTube. Ich werde dieses RPA in YouTube-Folge verwandeln, aber das dauert noch ein bisschen, bis das dann kommt. Und das ist dann auch alles nachträglich. Also live ist natürlich besser. Dabei zu sein. Ja, warum geht denn der kaputt da? Der Busch drin. Was ist das? Heule. Der dicke Haut. Interessant. Lass das Tier sein, das der Sturmtruppler gemeint hat. Ist kleiner wie unsere, Bringer-Killer. Wenn da gar nicht fort, das ist harmlos. Gut. An eine Kotprobe. Mal untersuchen können. Gucken wir uns die Kotprobe an. Hier Samenüberreste, Blätterstücke. Scheint der Pflanzenfresser zu sein. Riecht auch nicht so streng wie Fleisch hingewürzt, also bei der Fleischfresser, das war ja viel penetranter. Sieht Pflanzenfresser aus. Wenn ich mal versuche zu betäuben. Oh, ich versuche mich mal. Habe es im Griff, Sturmtruppler. Sie können dran vorbei. Das ist ein neues Wesen, das habe ich auch noch nicht gesehen. Ich dachte, das wäre die Kreatur, die sie meinten, die kleiner ist als der Bringerkiller. Sehen Sie, es hat genau die Keule, die Sie beschrieben haben. Ich habe die Kotprobe schon untersucht. Es scheint auch ein Pflanzenfresser zu sein. Aber die Haut ist ziemlich dick. Das könnte funktionieren, mein Lord. Sehr gut. Schläft es, mein Lord? Ja. Es waren beschmierte Pfeile, die ich benutzt habe. Narkotisiert ähnlich wie unsere Koma-Blaster, mein Lord. Ja, viel schwächer. Ich geh mal zur
roten Beere vor den Mund, vielleicht klappt es ja. Oh, sehr gut. Die Betäubung war sehr stark, es könnte ein wenig dauern. Sie entwickeln eine Bindung mit der Natur in Ihrer Umgebung. Wenn Sie möchten, können Sie mein Breitmaul mit in die Basis zurücknehmen. Wir wünschen bleib, Ihnen. Bleib hier, bis die Narkose zu wirken. So, dann haben wir einen Steinbrecher. Mit der Erfahrung, die wir am Bringerkiller haben, werden wir das dann mit dem Steinbrecher auch schneller rausfinden, denke ich. Ja, das lasse ich einfach für meine Sturmtruppler machen. Ich habe sie nur besorgt. Ist auch nur Level 20er, das ist jetzt nicht weltbewegend und wahrscheinlich im PvP hätte es niemand getaked. Aber fürs Roleplay braucht man halt so Tiere. Ich wusste ja nicht, welches Level das ist. Sieht man ja erst, wenn es liegt oder wenn man halt mit der Loop dran geht. Aber ich habe ja gesehen, durch die Loop, was für Level es ist. Und habe es trotzdem hingelegt. Roleplay technisch. Geht es halt nicht anders. Aber es macht ja auch Spaß, so zu spielen. Also. Ark hat sich der Office-Server und Co. schon so immer mit dem schnell, schnell, schnell so hoch entwickelt. Mit der Community, dass da jeder nur auf Haut drauf ist. Und ja, deswegen haben wir uns mit unseren Leuten hier, die hier alle mitmachen, schon dafür entschieden, dass wir das Ganze ins Roleplay gehen. Mehr Roleplay betreiben beim Spielen. Und Ark macht wieder Spaß. Ark macht so wieder Spaß. Wir übertreiben es auch nicht mit dem Roleplay. Wir tun jetzt nicht jeden Tag Spiele oder so. Wir haben ja die ganze Zeit mit so spontanen Tagen gearbeitet. Jetzt gehen wir für euch, wegen Twitch und Stream-technisch, gehen wir auf zwei tägliche Tage in der Woche hin. Mit festen Uhrzeiten. Und das probieren wir jetzt mal in zu Hallo. Das ist natürlich eine logistische Meisterleistung bezüglich, dass du immer jeder online ist, wo hier mitmacht. Auf der Schmugglerseite, auf der imperialen Seite. Wir sind ja immer alle Leute da sein. Ich freue mich immer, wenn sich hier im Chat Leute dafür Berufe finden, hier mitzumachen. Um mehr Sturmtruppler zu bekommen, die da beim Roleplay mitmachen. Das macht einfach nur mega Fun. Kann ich euch sagen. Die Admins hier lassen sich immer sehr interessante Sachen in Falle, um uns zu beschäftigen. Und da einfach dabei. Wo einfach dabei sind, macht mega fett. Drei bis vier Stapel Fleisch und bringen sie es rüber zu den Tieren, weil dort im Futterdruck befindet sich fast keins mehr. Oh, Captain Phasma hat ihr Funkgerät noch an, so können wir ein bisschen mithören. Sehr intuitiv. An die Arbeit. Hätte ich auch noch dabei. Geschleimt. Kann ich nicht geschleimt. Ich spiele das gar nicht mehr. Ich habe mit den Leuten das gar nichts mehr mit den Admins zu tun. Selbst der ganze Tribe ist dort nicht mehr.
Wann du hin? Habe ich du hin gerade gesehen? Wie wir noch drauf waren, haben wir gegen die viel gekämpft, gegen die Admins. Ich glaube nicht, dass da irgendwas mit Einschleime war. Wir haben die angegriffen, wir haben von der Base gewiped. Bärensamen sammeln wir in der untersten Kiste, hier in der Ecke. Okay. Das Tier liegt ja. Ich kann ja hier. Bin hier beim Tier. Gott bleibt und so. Der geht nicht weg hier. Der Hitboxer von der Sträuche hier. Unten in einem der Rüstungsschränke ist noch was vorhanden. Das ist doch einer. Warum geht der nicht? Oder geht wieder, oder? Nö, ne, der geht auch nicht. Ah, doch. Ich mal alle Sträucher hier abgefarmt, um unser Kugeltierchen drumherum sind. Fischt. Nachsetze. 5-mal die Paste. Läuft. Hoppla. Was haben Sie da für ein interessantes Tier? Detekten soll es auch für die Steinsammlung geeignet sein. Das gilt es noch herauszufinden.
Interessant. Benötigen wir noch irgendwelche besonderen Ressourcen? Das müssen Sie mit Captain Phasma abklären. Ich habe kein Wissen über den Stand der Lagerung. Captain Phasma? Jawohl, mein Leute. Einer ihrer Sturmtruppler läuft ohne Aufgabe herum. Es wird heute Morgen die Aufgabe Steine sammeln verteilt. Diese wird noch nicht geändert. Der Sturmtruppler scheint nicht zu wissen, was er zu tun soll. Zu tun hat. Schicken Sie ihn in die Basis zurück. Wenn er, er hat sich schon wieder weiter von mir entfernt. Over and out. Hallo, Ren? Ich habe sie die ganze Zeit gesucht. Mr. Sky ist angetroffen. Dann müssten Sie auf diese neue Kreatur achten, bis ich wiederkomme. Ja, wo finde ich den Herrn Sky? Steht vor unseren Toren. Klar. Ich wünsche dir zu sprechen, oder was? Ich. Ich werde Ihnen Bescheid. Warten Sie hier. Ja, Ihr anderer Kollege sagt auch schon Bescheid. Der andere Lichtschwert-Schmeißer. Okay. Ah, guten Tag. Wir entfernen unseren. Ich bin angekommen, um Ihnen die Belohnung zu geben. Allerdings kann ich Sie auch gleich vorwarnen. Ich habe derzeit sehr starke Migräne. Es kann sein, dass ich zwischendurch. Sturmtruppler, sind Sie noch damit beschäftigt, Steine zu fahren? Ich muss mal kurz. Dann weitermachen. So, haben Sie kein Hausmittel dagegen? Was für ein Haus? Hausmittel. So nennt man doch Medizin, die zu Hause rumliegt. Aber die hilft nicht immer. Sie wissen das ja wahrscheinlich. Manchmal hilft's, manchmal hilft's nicht. Manchmal braucht man auch nur eine Hand auf der Schulter. Damit wieder alles gut ist. Ei, ei. Das stimmt. Gut, dann geben Sie mal her. Muss sich ja lohnen. Ich habe zwei Tiere auf dem Weg dorthin verloren. Oh, das tut mir aber leid. Ich hoffe, die war nicht zu wertvoll. Und ich sagte ja, ich hoffe, die ganze Aktion ist wertvoller wie das Fischfleisch. Ja, wird sie auf jeden Fall sein. Also, der Barkeeper war sehr erfreut über Ihr Kommen und hat mir deswegen mitgeteilt, dass ich Ihnen 120 Taler dafür geben soll. Kann Ihnen die hier mal geben. Ich hoffe, Sie finden sie wieder in dem Gestrüpp hier. Gut. Und dann hätte ich natürlich noch einige neue Angebote für Sie. Ich habe mal ein wenig rumgehorcht, was ich Ihnen so anbieten könnte. Interessant. Lassen Sie hören. Ich hätte zum Beispiel von diesen, wie Sie sie nennen, Springern, welche sehr gute Exemplare im Angebot, die ich Ihnen für 50 Taler verkaufen würde. Von wie vielen reden wir? Wie bitte? Wie vielen Exemplaren? Also pro Exemplar 50 Taler. Und ich habe derzeit nur drei maximal. Ich müsste noch mal weitersuchen, ob ich noch weitere finde. Ich hätte auch noch andere Sachen für Sie. Ja, so, möchte ich hören. Zum Beispiel
hatten sie ja letztens geäußert, dass sie gerne solche Seilbahnen haben würden, wie ich sie dort hinten gespannt habe. Da hätte ich auch welche im Angebot. Ich habe ein paar rausgekramt aus meinem Lager. Da könnte ich Ihnen 10 Stück für 15 Taler anbieten. Außerdem hätte ich noch für 30 Taler diese Breitmäuler, wie Sie sie nennen, auch in einem sehr, sehr guten Zustand und mit viel Erfahrung. Wir wurden schon in manchen Missionen benutzt. Hört sich alles sehr interessant an. Außerdem könnte ich Ihnen noch solche sehr weißen, hellen Perlen anbieten, wenn Sie das interessiert. Die sind schwer zu bekommen, da sie sich tief auf dem Meeresboden befinden. Was Dementsprechend haben sie würden natürlich auch die hohen kosten? Preis. Die kosten 1 Taler für 10 Stück. Gibt es da auch ein Massenangebot? Ich müsste mal genau gucken, wie viel ich im Lager habe, aber so. Aber ich dürfte so circa 150 auf Lager haben, maximal. Kommen wir zum Geschäftlichen. Ich würde die Springer sehr bevorzugen. Kämen wir da ins Geschäft, wenn ich sage, ich würde Ihnen Also, drei von den Tieren abnehmen und zahle dafür 120 Coins? Da ich Ihnen gleich drei aus dem Stall entferne und Sie sich die nicht mehr füttern müssen oder sich um die Reinigung des Stalls kümmern müssten? Sie hätten dadurch weniger Arbeit, direkt bar auf der Hand die 120. ich würde sie Ihnen für 130 Taler geben. Sind dann schon Sättel auf den Exemplaren? Da müsste ich gucken, ob ich dafür genug Materialien auf Lager habe. Wenn Sie die Besattelung übernehmen, dann zahle ich diese 130. Hinbekommen habe. Er steht hinterm Tor, falls Sie ihn haben. Wie bekommen Sie diese Tiere überhaupt hierher? Ich würde dann über den unteren Weg das machen und nicht über die Seilbahn. Das dauert dann zwar einen kleinen Moment länger, Viele aber dann Perle müssten sie brauchen mich am wir. Tor empfangen. Es dauert dann nicht so. Es sei denn, ich kriege zwischendurch wieder einen sehr starken Migräneanfall. Wie viel kostet die Seilfunktion? Was haben Sie gesagt? Sie haben schon wieder zu sehr in Ihren Bart genuddelt. Bart. Wie viel die Seilkonstruktion nochmal kostet? 10 Stück für 15 Taler. 15 Taler und dann hat die Da die doch Seilbahn-Dinger. sehr aufwendig sind zu bauen. 15 für 10 Seilbahn. Okay, es bleibt bei den Tieren. Gut, dann werde ich mal schauen, dass ich sie hole. Erwarten Sie mich dann unten am Tor oder soll ich dann Ihren Sturmtruppler anfangen? Ja, einer meiner Sturmtruppler musste sie ja schon hier Das war eine reinlassen. Oder-Frage, die können Sie schlecht mit Ja beantworten. Sie haben gerade eine Oder-Frage mit Ja beantwortet. Ich bin der Imperator. Gut, dann würde ich so machen. Wir sehen uns. Möge die Macht mit Ihnen sein. Mit Ihnen auch. Meister, ich habe das Kugeldings in unserem Stall hineingeführt.
Ach, Truhe. Captain Phasma. Verdammt, der lebt mich so gar nicht. Captain Phasma? Ja, wo mein Lord. Nachtruhe einhalten. Alle Sturmtruppler informieren. Sturmtruppler 151, gehen Sie nach draußen, Sie halten Nachtwache. Jawohl. Sturmtruppler 361, zur Nachtruhe. Zu Befehl, Captain. Der Wache. Warte. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Engrin-Punkte sind jedes Mal an auf der Wahnsinn. Die Feuer sind aus.
Bis die Nachtruhe endet. Ja, los.